In dieser Gegend, aus der ich komme, wurde die Sojaproduktion eingeführt. Ich habe damals als Giftverkäufer gearbeitet. Und ein Giftverkäufer wollte er nicht mehr sein, zumal in der Heimatregion, in der sein Vater noch als Kleinbauer um seine Existenz kämpft. Als Agrarberater im Dienste eines Chemiekonzerns hatte er umso mehr Geld verdient, je mehr die Bauern ihm Herbizide und Saatgut abkauften. Agrarberatung wollte er ganzheitlich verstehen, zumal er nicht nur Landwirtschaft, sondern auch Philosophie und Pädagogik studiert hatte. Der evangelische Entwicklungsdienst bot ihm ein Stipendium für eine Doktorarbeit an der Universität Osnabrück an, für die Erforschung der sozialen und landwirtschaftlichen Folgen von Gensoja. Und da ist Grundlagenforschung auch dringend nötig. In diesem Bereich haben wir maximal 0,02% Wissen. Ich sage das so, weil 20 Genen der Soja erkannt sind und die Soja hat 200.000. So viel wissen wir Wissenschaftler über Soja und manche tun so, als ob sie alles wüssten und dass sie sogar garantieren können, dass da nichts schiefgehen kann. Leider ist es so, in diesem Bereich werden mindestens 80% der Forscher weltweit von den Konzernen selbst finanziert. Das ist für mich keine Wissenschaft mehr. Das ist für mich kein Suchen nach Wissen, das ist eigentlich ein Euphorieapparat, könnte ich so sagen, oder eine Propaganda, die für mich nicht belegt werden kann. Antonio Andreoli versteht sich als Gegenaufklärer. Mit seiner Studie will er belegen, dass eine Landwirtschaft, die auf Gentechnik setzt, nicht nur unabsehbare und unabwendbare Fehlwirkungen im Ökosystem hat, sondern dass auch die Verheißungen von höherem Ertrag und geringerem Schädlingsbefall nur kurzfristig erfüllt werden. Die größere Effizienz sei die Effizienz von mehr Kapital- und Chemieeinsatz statt Menscheneinsatz. Nur noch ein Mensch werde gebraucht für 200 Hektar Sojaanbau. Gewinnen könnten da nur die Großen. Wir haben eine Zunahme der Landflucht, wir haben eine Zunahme der Verschuldung von Kleinbauern, wir haben eine Zunahme von Armut und wir haben eine Zunahme von Hunger, eine Zunahme von Abhängigkeit in einem Sinne, wie wir es noch nie vorher gesehen haben. Doch auch die, die als Kleinbauern oder Biobauern widerständig gentechnikfrei bleiben wollen, seien Gefangene, weil sich gentechnisch veränderte Pflanzen weltweit verbreiten und keiner seine Felder langfristig abschotten kann. Das Recht, es nicht anzubauen, das wird durch die Gentechnik verändert. Das ist für mich das größte Problem überhaupt, weil es auch ein demokratisches Problem ist. Die Mehrheit will diese Technik nicht, trotzdem durch Lobby wird sie durchgesetzt. Und das finde ich eigentlich die große Katastrophe, politisch gesehen oder sozial gesehen. Vielen Dank. In der Diskussion wird gefragt, steht Brasilien unter Präsident Lula nicht auf der Seite der Kleinbauern und hat es nicht ein sehr gutes Umweltrecht? Also das Gesetz ist sehr fortschrittlich. Die Umsetzung ist weit. Beim Genmais steht es ganz fest, es muss verbrannt werden, weil es ist verboten. Bisher wurde kein Feld zerstört und die Regierung weiß es schon lange. Was die Regierung Lula betrifft, ist es auch ein großer Widerspruch, dass diese Regierung und auch die Partei, die größte Partei Brasiliens ist, die Arbeiterpartei, die seit vielen Jahren sich sehr deutlich gegen die Gentechnik ausgesprochen hat, jetzt plötzlich großenteils schweigt, ein anderer Teil befürwortet die Gentechnik. Dr. Antonio Andreoli fasst den Zusammenhang von Hunger, Großgrundbesitz und Exportorientierung durch die Monokultur Soja zusammen. Ich gehe davon aus, dass in der Landwirtschaft soziale und ökologische Probleme in einem Zusammenhang zu sehen sind. Und wir haben schon durch die Modernisierung, sogenannte Modernisierung der Landwirtschaft oder Grüne Revolution gesehen, wie neue technische Probleme entstanden sind mit einer Technik, die angeblich ja zur Lösung entwickelt wurde. Besonders in Brasilien und in Argentinien aus Lateinamerika haben wir gesehen, nach 10 Jahren Erfahrung mit der Gensoja, dass die Gensoja nicht eine Lösung ist, sondern dass sie neue technische Probleme gebracht hat. Weil man durch diese isolierte Betrachtung von Ökosystemen das Gleichgewicht zerstört. Also wir haben neue Schädlinge, wir haben neue Krankheiten, wir haben neue Unkräuter, mit denen wir zu kämpfen haben. Wir haben zusätzliche Probleme
Und ich könnte sagen, aus der Sicht der Konzerne ist das ja kein zusätzliches Problem, sondern ein zusätzliches Feld, mit dem man Geld verdienen kann. Wir haben durch die Zunahme der Monokulturen für den Agrarexport eigentlich die Verdrängung der Nahrungsmittelproduktion im eigenen Lande, was paradox ist. Wir haben die meisten Hungernden auf dem Lande, genau da, wo die Nahrungsmittel produziert werden könnten. Wir haben da keine großen technischen Schwierigkeiten. Wir haben genügend Böden, wir haben genügend Ressourcen, Klima, das uns es erlaubt, fast alle Pflanzen dieser Welt anzubauen. Und trotzdem, wegen einer Abhängigkeit oder Schuldenfalle, setzt Brasilien weiter auf Agrarexporte. Seit 500 Jahren wird das Land ausgeplündert, um nach Europa wichtige Ressourcen zu exportieren. Die Gentechnik erlaubt es den Großbauern, in großen Flächen Soja anzubauen, mit einem geringeren Einsatz von Arbeitskräften. Und zunächst mit einer wirksameren Art des Unkrautbekämpfens, mit einem billigeren Herbizid, sodass es sich kurzfristig lohnt. Aber gibt es nicht in Brasilien die widerständige Landlosenbewegung? Ja, als Minderheit. Die Mehrheit bilden Kleinbauern, die in der Falle von Hoffnung und Enttäuschung sitzen. Die Kleinbauern versuchen es immer noch, was vielleicht mit dem Begriff Unternehmerideologie deutlicher wird. Also sie versuchen, dem Großbauern zu folgen, als Vorbild für Fortschritt und sehen dabei nicht, dass ja nicht alle Kleinbauern Großbauern sein können, weil Boden selbst eine begrenzte Ressource ist. Dass ein Kleinbauern es sich vielleicht wünscht, alle anderen Kleinbauern aufzukaufen und alle denken dasselbe, aber am Ende werden alle scheitern und die Großbauern freuen sich, dass sie dann ja, billige Arbeitskräfte haben, billige Böden zum Aufkaufen und mehr Raum in der Konkurrenz. Also auch die Kleinbauern sind eher auch verführt, ein Großbauer zu werden. Ja, sowohl von den Medien, von den Genossenschaften, von den eigenen Organisationen vor Ort und ich würde sagen, insbesondere durch die Agrarberatung. Und diese Agrarberater, die von den Agrarkonzernen finanziert werden, die freuen sich dann tatsächlich, dass auch die Kleinbauern diese Betriebsmittel kaufen.